Klaus Kühnen pflegt sein Erscheinungsbild. Sich zurechtmachen, eine gute Figur abgeben, als Marketingberater ist das für ihn selbstverständlich. Doch im Internet hat er zu lange nicht darauf geachtet, wie er rüberkommt. Neuigkeiten, egal ob beruflich oder privat, streut er gedankenlos ins Netz. Bis er sich eines Tages selbst googelt. Auf der ersten Seite von Google standen ein, zwei Business-Posts, sage ich mal, die ich auf Xing irgendwie irgendwann mal abgelassen hatte. Direkt dazu kamen zwei, drei private und danach dann wieder irgendwelche Business-Posts. Also es war ein fürchterliches Kuddelmuddel. Vieles, was sich im Netz über die Jahre angesammelt hat, passt nicht mehr zu seinem Selbstbild. Wer sich über Kühnen und seine Arbeit informieren möchte, der soll eben nicht über Strandbilder aus dem letzten Urlaub stolpern. Deshalb holt er sich Hilfe bei einer Agentur für sogenanntes Reputation Management. Und die Experten für die gepflegte Online-Existenz zeigen Kühnen erstmal, was da alles im Internet über ihn kursiert. Ich bekam ein Riesendossier mit Gott weiß wie vielen Fundstellen, die ich sehr amüsiert durchgeblättert habe. Gott sei Dank nichts wirklich Kritisches dabei, wo ich hätte sagen müssen, das muss sofort weg. Auch sehr lustige Sachen aus der Jugend, mit langen wehenden Haaren voraus. Kühnen entscheidet sich, seine Online-Identität nach seinen Vorstellungen optimieren zu lassen. Und mit diesem Wunsch ist er nicht alleine. Agenturen für Reputation Management helfen dabei. Zum Beispiel die von Christian Scherk aus Düsseldorf. Seine Firma, Revolvermänner, ist Spezialist dafür, unliebsame Treffer aus dem Netz verschwinden zu lassen. In der Regel geht es bei Reputationsmanagement natürlich um die Google-Treffer, gar keine Frage. Aber so einfach, dass wir hier einen Löschservice hätten oder das Reputationsmanagement aus der reinen Löschung von Ergebnissen besteht, so einfach ist es nicht. Weil es geht immer darum, wie stelle ich mich dar, wie positioniere ich mich. Die Darstellung verändern. Dafür stellen Reputation Manager Löschanträge bei Suchmaschinen und schalten, wenn es sein muss, auch Anwälte ein. Etwa um Betreiber von Webseiten zum Entfernen vermeintlich falscher Darstellungen zu bewegen. Vor allem aber stellen sie neue Inhalte ins Netz. Dieses Material gilt es dann in den Suchmaschinenergebnissen möglichst weit nach vorne zu bekommen. Scherk versteht seine Arbeit als Unterstützung bei einem Neuanfang. Wenn es um die Insolvenz geht beispielsweise oder wenn es um irgendwelche Verfehlungen im Internet geht, dann gibt es da kein Verfalldatum. Und dass jemand Jahre später noch tatsächlich mit so einer Situation und nur und in erster Linie mit so einer solchen Situation assoziiert wird, ich denke, das ist ein unhaltbarer Zustand und da tun wir natürlich was gegen. Auf der anderen Seite dieses Ringens um das virtuelle Persönlichkeitsbild steht Alexander Ziesek. Der Arbeitspsychologe hilft Unternehmen dabei, neue Mitarbeiter auszuwählen. Und Internetrecherche gehört für ihn zum Standardverfahren, um geeignete Bewerber zu finden. Ihn interessiert alles: Berufserfahrung, Abschlüsse, aber auch Karnevalsfotos und private Blog-Einträge. Wir können damit ja auch sowas wie ein virtuelles Assessment machen. Wir müssen ja zunächst mal gar nicht mit den Kandidaten sprechen, sondern wir greifen sämtliche Informationen, die diese Kandidaten über sich im Netz hinterlassen haben, ab und können allein auf der Basis schon gewisse Strukturen und Persönlichkeitsmerkmale zumindest hypothetisch ableiten. Natürlich weiß Ziesek, dass Reputation Manager seine Arbeit erschweren, indem sie das digitale Ich ihrer Klienten aufpolieren. Aber er sieht diese Bemühungen gelassen. Denn den Mitarbeiter ohne jeden Tadel, den wollen Ziseks Kunden oft gar nicht haben. Unternehmen kaufen, wenn sie einen Mitarbeiter einstellen, tatsächlich ja eine Gesamtpersönlichkeit. Und dazu gehört auch, dass man mal was gemacht hat, was vielleicht nicht so überlegt war oder was vielleicht nicht so ausgegoren war und was vielleicht auch falsch war. Also mich würde es eher skeptisch stimmen, wenn jemand eine vermeintlich weiße Weste hätte. Und so kann es passieren, dass das teure Reputation Management karrieretechnisch ganz schnell nach hinten losgeht. Für Klaus Kühnen war die Optimierung seiner Online-Präsenz ohnehin nur der Anfang eines längeren Prozesses. An dessen Ende steht ein beruflicher Neuanfang. Kühnen hat erfolgreich an seinem Ich gefeilt. Aber nicht nur digital, sondern auch analog. Mit extremem Reputation Management sozusagen.